Drei Kolleginnen, drei Kollegen, es ist mir in der Tat eine sehr große Freude, heute, Frau, den Vortrag von Frau Dr. Christina Lahl anzukündigen und sie kurz vorstellen. Frau Christina Lahl studierte Germanistik, Anglistik und Geschichte in Köln, Prag und Cambridge. 2013 promovierte sie über Identitätsentwürfe im transkulturellen Raum. Sie arbeitete mehrere Jahre als Werbeauftragte im Fachbereich Literaturwissenschaft an der Universität in Köln und Olmütz sowie als freiberufliche Dozentin für Deutsch als Fremdsprache. In den Jahren 2015-17 leitete sie die Forschungsgruppe der Wirtschafts- und Sozialkybernetik am Institut Cluster in Aachen und erweiterte ihre Forschungsschwerpunkte um den Themenkomplex Künstliche Intelligenz und Automatismen. Darüber wird sie heute auch vortragen. Seit Oktober 2017 ist Christina Lahl als DAAD-Lektorin an unserer Fakultät tätig. Mit ihr verbindet mich eine ganz besondere Beziehung. Von ihr stark kennengelernt haben wir uns bei einem Abendessen, organisiert von Herrn Lange. Da fiel auch unsere Idee, eigentlich kam die Idee von ihr, diese Vorlesung zu veranstalten. Groß war ihr Engagement für diese Vorlesung. Groß war ihr Engagement, dass das zustande kam und dass wir heute auch hier sind. Sie empfiehlt mir bei diesem Abendessen noch eine merkwürdige Tätigkeit auf, nämlich sie fotografierte jedes Gericht, das wir auf den Tisch bekamen. Und nach einer Weile fragte ich sie, ja, was machen Sie denn eigentlich, wenige Frau? Und meinte sie, naja, machen Sie ein Album? Und meinte sie, nein, ich will zu Hause meinen Mann und meine Tochter und ich schicke Ihnen die Bilder von den Gerichten. Und darauf antwortete ich, naja, Sie sind in der Tat eine postmoderne Frau. Ihre Familie ernähren Sie mit den Bildern. Was ich zu jedem Zeitpunkt nicht wusste, dass sie nicht nur eine postmoderne Frau, sondern auch eine postmoderne Wissenschaftlerin ist, nämlich was ist mehr postmodern, als sich mit künstlicher Intelligenz zu befassen. Und was sie wiederum nicht wusste, dass künstliche Intelligenz auch mein Thema ist, obgleich ich Geschichtswissenschaftler bin. Nämlich, künstliche Intelligenz ist das ist meine These, was das spezifische, das historisch spezifische unseres Zeitalters ausmacht. Nämlich hat sich der Mensch bis zur Postmoderne mit hatte der Mensch bis zur Postmoderne drei Herausforderungen, nämlich sich selbst, seine Mitmenschen und die Natur, hat in der Postmoderne auch eine vierte Herausforderung, nämlich die künstliche Intelligenz. Was das zu bedeuten hat und welche Konsequenzen das haben hat oder haben könnte, darüber spricht heute Frau Lahl. Christina, nicht nur das Wort, auch unsere Ohren sind deines. Ja, vielen herzlichen Dank, Sascha, für diese sehr nette Einführung. Wie Sie ja wissen, war eigentlich für diesen Januartermin unserer Ringvorlesung Endpunkte und Neuanfänge ein Vortrag des Philosophen Professor Dr. Andreas Speer vorgesehen. Professor Speer ist nicht nur ein hochverdienter Wissenschaftler im Bereich der Philosophie des Mittelalters, sondern eben auch sehr aktiv in der Nachwuchsförderung und der Wissenschaftskommunikation. Ich selbst bin in dem Kontext zu großem Dank verpflichtet, weil er eben als Leiter und Gründer der Artist Graduate School for the Humanities in Cologne in Köln vielen verschiedenen
Doktorandinnen und Doktoranden schon die Promotion ermöglicht hat und eben auch mich durch ein dreijähriges Stipendium dort gefördert hat und mir damit eine relativ sorgenfreie und hervorragend betreute Promotionszeit ermöglicht hat. Und in diesem sein Engagement ist eben auch die sehr bedauerliche Absage für den heutigen Tag begründet, weil er eben einen sehr wichtigen Termin im Rahmen der Exzellenzinitiative hat, die auch für die Zukunft hoffentlich diese Artist Graduate School Cologne für viele Jahre sichert. Das nur so ganz am Rande, also diese Forschungsschule für Geistes- und Sozialwissenschaften bietet auch Stipendienprogramme für ausländische Doktoranden an und Doktorandinnen natürlich. Wenn Sie da jemanden kennen, sprechen Sie mich gerne an. Ich würde mich sehr, sehr freuen, da jemanden vermitteln zu können. Ich finde es also dementsprechend aus wissenschaftlichen und aus persönlichen Gründen überaus schade, dass Herr Speer heute nicht da ist. Ich freue mich aber umso mehr, dass ich dadurch die Möglichkeit bekomme, Ihnen heute ein bisschen was über meine aktuellen Forschungsinteressen zu berichten und mich damit auch in die doch sehr überaus illustre Runde der Vortragenden dieser Reihe einordnen zu können, wenn ich auch nicht hoffen darf, hier heute Abend Herrn Speer adäquat interviewen zu können. Ja, der Titel meines Vortrags lautet Künstliche Intelligenzen und die Industrie 4.0, menschliches Selbstverständnis am Scheideweg. Und vielleicht nochmal ganz kurz, Sascha hat es gerade schon mal ein bisschen erzählt, wie sich vielleicht auch dieses Forschungsthema ergeben hat. Ich bin ja von Haus aus eigentlich reine Literaturwissenschaftlerin mit einer Promotion über deutsch-böhmische und deutsch-mährische Literatur der Zwischenkriegszeit und habe dann aber in den 3 Jahren, bevor ich hier an die Universität gekommen bin, eben in Aachen gearbeitet. Die RWTH Aachen ist sehr bekannt für den Maschinenbau-Fakultät und ich habe auch an einem Institut gearbeitet, das eben vor allen Dingen mit Robotik und Maschinenbau beschäftigt ist. Und habe dort versucht, meine Forschungsinteressen ein bisschen auszudehnen und eine Brücke zu schlagen zwischen den Technikwissenschaften und den Geisteswissenschaften und dabei mich eben insbesondere beschäftigt mit den Herausforderungen, die sogenannte Industrie 4.0 und mit ihr eben die kontinuierliche Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz, welche Herausforderungen sich da eben auch für die Kulturwissenschaften ergeben. Menschliche Kultur ist grundsätzlich, denke ich, nicht ohne Technik denkbar und genauso wenig ist Technik ohne Kultur denkbar. Und vor diesem Hintergrund allein lohnt sich schon ein genauer Blick eben aus den Geisteswissenschaften heraus auf die Begleiterscheinungen der im Rahmen von den Akteuren schon selbstbewusst als 4. industrielle Revolution betitelten neuesten Entwicklungen. Ja, mit dieser weiteren industriellen Revolution wird ein Neuanfang propagiert, die in dem Titel oder in dem Begriff der Revolution ja schon inhärent ist. Und diesen Neuanfang möchte ich gerne im Kontext der Ringvorlesung unter die Lupe nehmen. Dabei vor allen Dingen die Fragen aufwerfen, ob die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und vor allen Dingen die kontinuierliche Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz auch das Ende fest verankerter Vorstellungen dessen, was den Menschen in seiner Singularität ausmacht, beinhaltet. Und ob der Mensch eben von einer Intelligenz, die ihn potenziell in der Zukunft zu überflügeln droht, sich selbst auch bedroht fühlt oder tatsächlich auch bedroht ist. Das heißt also, welche Entwicklungen bringt diese Zukunft mit sich und vor allen Dingen auch welche Rolle spielen nicht nur die Technik, sondern auch die Geistes- und Sozialwissenschaften für die Mitgestaltung dieser Zukunft. Und dabei möchte ich erstmal ein bisschen kurz auf die industriellen Revolutionen eingehen und ihre Narrative und dann eben die Frage stellen, ist die künstliche Intelligenz potenziell als Kränkung des Menschen anzusehen und wo, in welche Richtung bewegt sich dann das menschliche Selbstverständnis, unsere Vorstellung davon, wer wir eigentlich sind, wer wir sein wollen und wo wir uns auch in Abgrenzung zur Maschine und zu anderen Organismen befinden. Wie Sie sehen, haben die 2 Hauptpunkte hier am Ende auch jeweils Fragezeichen. Es ist, denke ich, eine Entwicklung, die noch nicht klar abzusehen ist, aber gerade deswegen lohnt es sich eben, sich auch zu diesem Zeitpunkt da schon eben Gedanken drüber zu machen, um vielleicht auch die Entwicklungen in der Zukunft mit beeinflussen zu können. Nicht, dass ich wünsche, das zu tun oder hoffe, das tun zu können, sondern es sind generell Anregungen eben zur Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex. Ja, dazu ganz kurz vorab einen kurzen Überblick über die Bezeichnung der industriellen Revolutionen. Im Bereich der Technikwissenschaften ist das schon überall angekommen, aber in den Geisteswissenschaften vielleicht nicht so sehr bekannt, beziehungsweise vor allen Dingen aus den Geisteswissenschaften wird es auch mehr mit Skepsis betrachtet, während eben Akteure der Technikwissenschaften und Maschinenbau sagen, ja, wir haben hier die 4. industrielle Revolution, wird da doch aus den Geisteswissenschaften noch mit etwas mehr Skepsis herangegangen und auch mit etwas differenzierteren Sichtweise.
Allgemein gibt es, oder das, was allgemein im Volksmund als die industrielle Revolution gilt, ist eben die Entwicklung, die etwa um 1750 einsetzt und am 18. Jahrhundert von England aus ihren Siegeszug eigentlich durch die gesamte Welt antritt. Wie gesagt, normalerweise die industrielle Revolution, jetzt nachträglich benannt, einfach in Industrie 1.0, damit es eben diese Nachfolge geben kann. Bezeichnet ist die Industrie 4.0 eben durch die Einführung der mechanischen Produktion mit Wasser- oder Dampfanlagen. Und denkt man zum Beispiel an die Spinning Jenny, hat dieser Webstuhl eben auch die ganze Art und Weise, wie die Industrie im 18. Jahrhundert verlaufen und wirklich revolutioniert. Eine weitere größere technische Errungenschaft, die technische Entwicklung läuft natürlich weiter, aber es gibt dann immer wieder so ein bisschen revolutionäre Sprünge, setzt eben 1900 ein, und zwar mit der Massenproduktion mit zentralisierter Elektrizität. Beispielhaft dafür wird häufig die Tin Lizzie benutzt, das ist das Auto von Ford, das eben als erstes Massenprodukt um 1900 vom Fließband lief und damit eben auch erstmalig Massenprodukte ermöglicht hat und die Fertigung und auch unser Konsumverhalten nachhaltig verändert hat. Der nächste größere Entwicklungssprung findet sich dann um 1970 mit der, mit dem Siegeszug des Computers und der Digitalisierung und IT-Technologie. Und wie man hier sieht, gibt es auch dort im ersten Rahmen eigentlich etwas wie Roboter, Industrieroboter, die allerdings noch weit entfernt sind von einer künstlichen Intelligenz, von einem intelligenten Roboter, sondern eher mechanische Abläufe eben übernehmen, repetitive, manuelle Tätigkeiten des Menschen ersetzen. Und schließlich dann haben wir eben die Industrie 4.0, wobei man sich nicht sicher ist, hat sie schon eingesetzt, ist sie noch Zukunftsmusik, unterscheiden sich teilweise die Auffassungen. Was allerdings die Industrie 4.0 ausmacht oder ausmachen soll, ist eben, dass es jetzt hierbei tatsächlich vernetzte und intelligente Systeme geben soll. Das heißt, verschiedene Agenten in Form von Robotern oder auch Softwareagenten, die in der Lage sind, wirklich autonom und selbstlernend auf flexibel auf unterschiedliche sich verändernde Umweltbedingungen zu reagieren. Im Fertigungsprozess heißt das zum Beispiel, dass man eine Fertigungshalle hat und dass dort unterschiedliche Roboter sich bewegen, einander ausweichen, miteinander kooperieren, sich gegenseitig Sachen übergeben, ohne dass da unmittelbar immer ein Mensch dahinter steht, der jeden einzelnen Roboter irgendwie einen Auftrag geben muss. Und selbst wenn Sachen sich verändern, wenn ein Roboter ausfällt, können die anderen sich so koordinieren, dass sie das auffangen können. Das ist eben das Neue und wird halt eben auch mit intelligent betrachtet. Es bezieht sich aber eben nicht nur auf den Fertigungskontext, sondern diese Roboter oder Softwareagenten treten auch immer mehr in unser persönliches Leben ein, ins Privatleben, in Form von zum Beispiel von Service-Robotik. Aber wenn man zum Beispiel denkt auch an diese großen Diskussionen um autonomes Fahren oder autonome Kriegsführung, ist es eben zu erwarten, dass da große Entwicklungen auf uns zukommen, die sich eben nicht nur auf die reine Produktion beziehen. Wichtig dabei ist mir vor allen Dingen im Rahmen dieses Vortrags, ich bin ja schließlich Geisteswissenschaftlerin und nicht Technikwissenschaftlerin, dass es mir weniger darum geht, wirklich zu erläutern, wo wir uns aktuell genau befinden und was technisch möglich ist, sondern mehr, was das eigentlich für uns bedeutet, wie wir darüber sprechen, welche Entwicklungen da zu antizipieren sind und vor allen Dingen eben, welche sozialen Umwälzungen auch mit diesen technischen Revolutionen einhergehen werden. Wenn Sie sich die anderen Revolutionen ansehen, ist es eben offensichtlich, dass mit den technischen Entwicklungen immer auch soziale Revolutionen einhergingen, die sich dann wiederum, und das ist das Spannende an der Literaturwissenschaft, auch häufig eben oder in literarischen Texten auch aufgegriffen werden und mitkonstruiert werden. Also wenn man zum Beispiel an die Industrie 1.0 denkt, gibt es von Gerd Hauptmann die Weber oder das Weberlied von Heinrich Heine, die diese sozialen Entwicklungen verarbeiten und eben thematisieren, oder 1900 die Massenproduktion mit Upton Sinclair, The Jungle, der diese Schlachthöfe in Chicago genau unter die Lupe nimmt und so weiter und so fort. Also überall haben wir soziale Veränderungen, die eigentlich eintreten mit diesen technischen Entwicklungen, die aber erst sehr viel später durch Reformen dann aufgefangen werden und die eben aber auch gerade in künstlerischen, literarischen Texten und künstlerischen Werken dann mit auch diskutiert werden und dass damit eben auch diese Diskurse um diese technischen Entwicklungen entstehen. Ich möchte das nochmal ganz kurz in den Rahmen der Ringvorlesung einordnen, nämlich die Frage, inwiefern diese industriellen Revolutionen und insbesondere die Industrie 4.0 als wirklich als Endpunkt und Neuanfang gesehen werden kann.
möchte mit einem Marx-Zitat einsteigen, der gesagt hat, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte. Und dieses Zitat scheint eben ganz besonders auf die industriellen Revolutionen zuzutreffen. Wichtig erscheint mir dabei vor allen Dingen, dass eine Revolution nicht einfach eine Revolution ist, sondern eine Revolution wird, indem man sie als revolutionär betrachtet, sozusagen. Also es gibt so ein Zitat von Bailey über die Moderne, und zwar sagt er, an essential part of being modern is thinking, you are modern. Und das trifft, denke ich, auch auf Revolutionen zu, indem die Revolution eigentlich erst zu einer wird, indem sie diesen Namen bekommt. Und das ist gerade bei der Industrie 4.0 sehr bezeichnend, weil eben gerade die Akteure der Industrie 4.0, die eben aus dem Bereich der Wissenschaft, aus dem Bereich der Industrie und aus dem Bereich der Wirtschaft kommen, selbstbewusst eben eine Revolution eingeläutet hat, bevor sie überhaupt da ist. Die Agenda, die damit verfolgt wird, natürlich auch das, dass man es als Revolution bezeichnet, ist eben nicht nur das Ausrufen eines Neuen, sondern auch eine Abkehr von der Vergangenheit, also auch einen Endpunkt zu konstruieren. Und da passt das Zitat von Hermito von Roderer ganz schön, die der Revolution ist viel weniger Bauplatz der Zukunft als Auktion der Vergangenheit. Wie gesagt, es lohnt sich, das sich im Kopf zu behalten, wenn man über die Industrie 4.0 spricht, weil damit eben einerseits eine Agenda verfolgt wird und es sich hier tatsächlich um einen Endpunkt und einen Neuanfang handelt. Und wenn man ich denke, sehr bezeichnend, oder der Aspekt der Industrie 4.0, der sich in dem Kontext am meisten lohnt zu betrachten, ist eben die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Wer hat es eben schon seit, Sascha schon sagte, auch in den Geschichtswissenschaften lohnt es sich, da genau hinzugucken. Die Beschäftigung mit der künstlichen Intelligenz ist fast so alt wie die menschliche Kultur selbst. Aber die neuesten Entwicklungen versprechen eben tatsächlich eine technische Umsetzbarkeit, die unerhört ist, bisher noch nicht da gewesen ist. Und da ist sich die Forschung auch einig, dass dies tatsächlich eine große Herausforderung ist, eben herauszuarbeiten, wie wir mit dieser künstlichen Intelligenz umgehen. Der Sozialwissenschaftler Nick Bostrom aus Cambridge, glaube ich, aus Cambridge, hat dementsprechend auch formuliert, also die Herausforderung, wie wir künstliche Intelligenz gestalten und vor allem eine künstliche Intelligenz, die potenziell dann selbst entscheiden kann, wie sie sich weiterentwickelt. Er sagt dazu, this is quite possibly the most important and most daunting challenge humanity has ever faced. And whether we succeed or fail, it is probably the last challenge we'll ever face. Da schwimmt so ein dystopischer Charakter mit drin, denn wenn eine künstliche Intelligenz intelligenter ist als der Mensch selbst, können wir natürlich potenziell weitere Herausforderungen an diese abgeben. Wir sind aber auch davon abhängig, dass sie dann eben entscheiden wird, wie es in der Zukunft weitergeht. Ja, also diese Herausforderung ist zweifellos da. Es ist allerdings nicht so, und da komme ich jetzt zu den Kränkungen des Menschen, nicht so, dass wir jetzt die erste Herausforderung, die der Mensch in dem Kontext irgendwie zu bewältigen hat. Ich finde es immer sehr schön, da auf Freud zurückzugreifen, der, du sprachst gerade schon von den vier Herausforderungen, auch die der Mensch hat, oder den vier Aspekten, mit denen er sich beschäftigen muss. Freud hat von drei Kränkungen des Menschen bisher gesprochen. Und zwar Kränkungen, die sich aus wissenschaftlichen oder auch technologischem Fortschritt ergeben und die dann den Menschen dazu zwingen, sein Weltbild oder seinen Standpunkt in der Welt nochmal zu revidieren, zu überdenken und in Frage zu stellen. Und als ersten nennt er dabei die kosmologische Kränkung, nämlich mit Kopernikus, in dem der Mensch plötzlich feststellen muss, er ist nicht der Mittelpunkt des Universums und darauf dann eine ganz neue Vorstellung entwickeln muss, dessen, wo er eigentlich steht. Eine zweite Kränkung nennt Freud dann die biologische Kränkung mit Darwin, in dem der Mensch plötzlich feststellen muss, er stammt von Affen ab, er ist nicht die Krönung der Schöpfung, kein singuläres Wesen, das ihn unterscheidet von den Tieren. Und schließlich nennt Freud sich auch selbst mit der psychologischen Kränkung. Er sagt, der Mensch muss auch feststellen, er ist nicht mal Herr im eigenen Haus, er ist nicht Meister über seine eigene Psyche. Und in diesem Rahmen ließe sich jetzt eben mit der künstlichen Intelligenz potenziell eine intellektuelle Kränkung formulieren, in dem der Mensch plötzlich feststellen muss oder in der Zukunft feststellen werden wird, dass er nicht mehr das intelligenteste, der intelligenteste Organismus oder das intelligenteste Wesen auf Erden ist. Das bringt zweifellos einige Chancen mit sich, aber eben auch die grundsätzliche Problematik, dass der Mensch hier eben nochmal wieder hinterfragen muss,
wo er steht und auch sich eben überlegen muss, wo das oder was das in der Zukunft bedeutet, eben auch für die Kommunikation, für seine Wahrnehmung, für seine Identität, aber auch eben für die Kooperation mit diesen Wesen, mit künstlichen Intelligenzen. Ja, wo befinden wir uns aber momentan in diesem, in Bezug auf künstliche Intelligenz? Meine These ist, dass wir uns da momentan in einem Zustand der Liminalität befinden. Diesen Begriff der Liminalität hat Victor Turner, der Kulturwissenschaftler, vor allen Dingen auf den Kontext des Rituals angewendet. Der hat gesagt, es ist ein Betwixt and Between, also dieser Begriff wird normalerweise für Übergangsrituale bezeichnet, also zum Beispiel ein Ritual aus der Kindheit ins Erwachsenenalter, in diesem Schwebezustand, in dem das Individuum nicht mehr Kind ist, aber auch noch nicht Erwachsener. Und der Begriff wurde dann später aber auch für andere Kontexte benutzt, in Schwellensituationen, also zum Beispiel innerhalb eines Konfliktes, innerhalb eines Krieges, in denen dann eben noch nicht klar ist, ja, wo man sich befindet und eben halt auch innerhalb einer Revolution, in der, also eigentlich paradigmatisch für unser Thema, der Endpunkt ist schon da gewesen, der Neuanfang noch nicht und man weiß nicht so recht, wo soll es hingehen. Dafür möchte ich kurz nachzeichnen, inwiefern also künstliche Intelligenzen verwendet worden sind bislang. Also wenn man in den industriellen Kontext guckt, gibt es eben, also wie gesagt, also gerade der Einsatz von Robotik beginnt so in den 70er Jahren in größerem Ausmaß Fuß zu fassen. Und hier gibt es aber eben, wie gesagt, repetitive Tätigkeiten und vor allen Dingen eine Bewegungskoordination, die dem Roboter eben ermöglichen, den Menschen Tätigkeiten abzunehmen. Ein Zitat dazu: Robots will certainly be used for repetitive tasks where their versatility allows them to carry on without the need of making a new study for every task. Ganz klar haben wir hier eben die Unterordnung der Maschine, also die Maschine wird dem Menschen untergeordnet, es handelt sich hier eigentlich um ein Werkzeug des Menschen. Heutzutage sind wir da schon sehr viel weiter. Künstliche Intelligenz haben wir tatsächlich etwas wie eine Intelligenz. Vielleicht habt ihr dieses Gerät, aber ich kenne das, ist Watson. Watson ist ein riesiger Computer, der entwickelt worden ist von IBM, glaube ich. Der wurde eingesetzt oder getestet daran, dass er gegen den Jeopardy-Meister gewonnen hat. Und das hat er eben gemacht. Er ist mit Wissen angefüllt, aber eben nicht nur mit Wissen, sondern mit selbstlernenden Fähigkeiten und mit der Möglichkeit, dieses Wissen eben auch intelligent zu nutzen und neu zu kombinieren, sodass dieser Computer eben, ohne dass er ins Internet eingeschlossen ist, ohne dass da ein Mensch noch irgendwelche Sachen machen muss, dieser Mensch eben gegen diese Maschine gegen einen Menschen im Jeopardy antreten kann und es tatsächlich geschafft hat, auch gegen den Menschen zu gewinnen. Das Zitat dazu aus der Technikwissenschaft: Agents are more and more seen as partners for humans rather than tools. Also wir haben eine Weiterentwicklung vom Werkzeug hin zum Partner, zum mehr oder weniger gleichberechtigten Partner. Die Frage ist jetzt, wo es in die Zukunft hingeht, und eine Sache, die eben häufig den Menschen als genuin singulär zugeschrieben wird, oder vielleicht auch den Tieren natürlich auch, aber vor allem auch keinesfalls Maschinen, ist der Bereich der Kultur. Und das ist ein Bereich, in dem Robotikinstitute weltweit arbeiten, im Bereich der Social Robotics. Ich habe hier ein Zitat einfach ausgewählt, das wirklich sehr interessant ist, von einem Social Robotics Experten aus Taiwan: As robots become advanced enough to become autonomous, it is safe to assume that they will build communities of themselves, developing their own unique culture. Ob das jetzt so safe to assume ist, darüber lässt sich auf jeden Fall diskutieren, aber es ist eben fraglos, die Forschung ist da und es ist eben ein Aspekt, der bisher den Menschen vorbehalten scheint, in den aber zunehmend eben auch die künstliche Intelligenz durch die Forschung drängt. Und er wirft eben auch die Frage auf, eben, wo soll es in der Zukunft hingehen und gibt es eben Bereiche, die den Menschen vorbehalten bleiben sollen. Das Paradox oder das Dilemma des Menschen in diesem Bereich wird ganz schön illustriert eigentlich durch diesen Comic,
Und zwar, wenn man zurückdenkt, eben auch zurück in die Antike, in verschiedene Mythos, Mythen, bei Pygmalion-Mythos, Pandora-Mythos, aber auch später oder dann in anderen Kulturkreisen, der Golem-Mythos. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ansätze, in denen der Mensch versucht, eben schöpfergleich zu wirken und ein ihm ebenbürtiges Wesen zu schaffen, was dann eigentlich eine künstliche Intelligenz ist, wenn es auch nicht der Roboter ist, den wir auch Terminator kennen oder so. Aber es ist eben auch schon der Ansatz, eine künstliche Intelligenz zu schaffen. Also einerseits der Anspruch des Menschen, ein menschliches Ebenbild zu schaffen, das dann hier in den Schritten nachvollzogen wird, und plötzlich dann aber der Moment, in dem so ein Element des Unheimlichen hinzukommt, das ist nämlich dann der Moment, in dem der Roboter oder das künstliche Wesen plötzlich nicht mehr vom Menschen zu unterscheiden ist. Das ist so ein Moment, das ganz häufig zu finden ist in Science-Fiction-Filmen oder auch in der Literatur, in denen, wenn wir jetzt zum Beispiel Blade Runner denken oder auch Terminator, in dem der Mensch plötzlich dann vor dieser Herausforderung gestellt ist, wer bin ich eigentlich und wie kann ich mich unterscheiden, wie kann ich meinesgleichen erkennen, wenn es andere gibt, die mich eben genauso nachahmen können oder die das können, was ich kann, nur viel besser. Auch in der Wissenschaft ist das, was hier in diesem Comic illustriert ist, bereits eingehend betrachtet worden. Am prägnantesten in dieser Grafik, die schon mehrere Jahrzehnte alt ist, aber immer noch sehr, sehr aktuell, von Masahiro Mori. Und zwar ist das das sogenannte Phänomen des Uncanny Valley. Hier gibt es eben diese zwei Achsen. Das eine ist die Familiarity, also die auch im Prinzip auch Akzeptanz dessen, wie sehr künstliche Intelligenzen für uns zu akzeptieren sind und uns irgendwie nahe sind. Und auf dem anderen ist eben die Frage der Human Likeness, also der Grades des Anthropomorphen, wie ähnlich diese Wesen dem Menschen sind. Und es ist eben recht bezeichnend, dass es zuerst ziemlich weit ansteigt. Das heißt, je ähnlicher die Maschine dem Menschen wird, desto eher fühlen wir uns mit ihr verbunden, desto eher sind wir bereit, mit ihr zu kooperieren. Und das geht bis zu einem gewissen Grad. Und dann plötzlich sackt das extrem weit ab. Das ist nämlich dann wirklich der Moment, wo ich mir nicht mehr sicher bin. Handelt es sich hier um eine Maschine oder spreche ich hier mit einem Menschen? Und da kommt dieses Element des Unheimlichen. Und da dann eben wirklich diese Herausforderung oder das Bedürfnis des Menschen selbst zu definieren, was ihn eigentlich ausmacht, und etwas Klares zu finden, was ihn vom Menschen unterscheidet. In dem Kontext ist dann auch der Turing-Test zum Beispiel zu verorten, der eben herausfinden soll, handelt es sich bei meinem Gegenüber, wenn ich mit jemandem spreche, um eine Maschine oder einen Menschen. Ja, genau, soweit erstmal zum Status der künstlichen Intelligenz als Kränkung des Menschen. Worauf ich jetzt eingehen will, ist eben, was ist das, das den Menschen ausmacht? Wo betrachtet sich der Mensch selbst? Wie betrachtet er sich? Und wie ist das auch vielleicht sicherzustellen, dass es dieses Unterscheidungsmerkmal gibt? Dem sich irgendwie ein bisschen zu nähern, habe ich mir einfach mal die Freiheit genommen, eine Formel von Arne Holz aus dem Naturalismus ein bisschen abzuwandeln. Arne Holz hat im Kontext des Naturalismus gesagt, Kunst, das sei Natur minus X. In dem Kontext geht es natürlich darum, also dass die Kunst der Natur möglichst nahe kommen soll und dieses X möglichst gering gehalten werden soll. Kunst kann nie Natur hundertprozentig ersetzen, aber man kann eben dieses X größer oder kleiner halten. Ich habe einfach mal mir die Freiheit genommen, daraus eine Formel zu machen, nämlich künstliche Intelligenz ist menschliche Intelligenz plus minus ein X. Und dieses X ist, denke ich, für mich, also das ist für meine Forschungsfrage, nicht das zu unter die Lupe zu nehmen. Was ist dieses X oder was wollen wir, dass dieses X beinhaltet? Und wenn man nochmal an dieses Dilemma denkt, eben von einerseits, wir wollen etwas schaffen, was dem Menschen ebenbürtig ist, und gleichzeitig eben ist es zu viel, ist halt auch die Frage, wollen wir das X klein halten oder wollen wir das X eher vergrößern? Ganz wichtig für mich, nochmal in diesem Kontext vielleicht noch ganz kurz nochmal einzuhaken oder nochmal darzustellen, ist, dass es mir auch hier weniger darum geht, tatsächlich irgendwie abzubilden, was in der Realität
die auch immer sehr, sehr subjektiv ist, tatsächlich dieses X-Ausmaß, sondern vielmehr darum geht, was konstruieren wir als, ein, als dieses X? Also was sieht der Mensch als, als das an, was ihn ausmacht, selbst wenn das im Prinzip nur ein Konstrukt ist? Wie wir bei den anderen Kränkungen auch gesehen haben, ist ja das Weltbild, den Standpunkt der Welt, den wir einnehmen, häufig eben das, was der Mensch häufig einfach nur ein Wunsch, ein Spiegelbild, ein Zerrbild dessen, was er eben auf die Welt projiziert, viel mehr als jetzt eine ganz exakte Abbildung dessen, was wirklich oder real ist. Es gibt verschiedene Ansätze, dieses X irgendwie zu benennen, zu definieren, und da beziehe ich mich auch vor allen Dingen eben auf literarische oder künstlerische Auseinandersetzungen mit diesem Themenkomplex. Man könnte natürlich auch ganz andere Ansatzpunkte wählen, um das zu benennen. Das allererste, was auch einem selbst so ein bisschen vielleicht in den Kopf kommen würde, wenn man überlegt, was unterscheidet den Menschen von der Maschine oder jetzt also vom Roboter, ist auch die biologische Körperlichkeit. Also einfach, dass es, wir uns definieren als Wesen aus Fleisch und Blut, und wenn wir an einen Roboter denken, dann ist das eben, ist er aus anderem Stoff gemacht. Und das findet sich eben auch in verschiedenen Auseinandersetzungen, also zum Beispiel in Isaac Asimovs Case of Steel. Isaac Asimov ist ein amerikanischer Romanschriftsteller, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der verschiedene Roboterromane geschrieben hat und da eigentlich auch den Begriff der Robotics, der heutzutage von den Technikwissenschaften benutzt wird, auch erstmals geprägt hat. Und in seinen Romanen setzt er sich eben ganz intensiv mit dieser Frage auseinander, was unterscheidet den Menschen noch von künstlichen Intelligenzen. In diesem Roman Caves of Steel gibt es ja halt eben ein Ermittlerteam aus einem Menschen und einem Roboter, in dem aber der Roboter wirklich nicht als Roboter erkennbar ist. Er ist so menschenähnlich, er ist intelligent, er ist sozial, er befolgt all die Konventionen des sozialen Umgangs wie ein Mensch. Und der menschliche Gegenpart versucht eben herauszufinden, handelt es sich hier wirklich um einen Roboter oder ist es eigentlich ein Mensch? Und er versucht dann, er stellt verschiedene Verschwörungstheorien irgendwie, und bis ihn dann schließlich jemand sagt, wenn du das wirklich wissen willst, dann nimm doch einfach eine Nadel und stech ihn. Ja, das ist wirklich das einzige Merkmal, das sich irgendwie da noch äußert, ist die Frage, ob wenn ich reinsteche, fließt dann Blut, oder wenn ich reinsteche, stoße ich da auf Stahl und Kabel. Das ist im Film Ex Machina auch der Fall. Das ist ein Film, in dem, da geht es im weitesten Sinne aus der modernen Umsetzung des Turing-Tests. Da geht es um einen jungen Softwareentwickler, der von seinem Chef eingeladen wird auf eine einsame Insel und dort mit einer wirklich perfekten künstlichen Intelligenz interagieren soll und herausfinden soll, ob dieser junge Softwareentwickler das feststellen kann, ob es sich um eine Maschine oder einen Menschen handelt. Das wird dann für ihn immer abstruser, weil diese Grenzlinie so stark verwischt ist, dass er dann immer selbst anfängt zu zweifeln, ob es sich bei ihm nicht auch um eine künstliche Intelligenz eigentlich handelt, mit der Schindluder getrieben wird, und er schneidet sich dann eben den Arm aus. Erst dann ist er eigentlich zufriedengestellt, wenn er sieht, eben er hat Sehnen, dass er da fließt. Also das ist ein Element, das eben den Menschen tatsächlich von der Maschine zu unterscheiden scheint. Wie wir als Geisteswissenschaftler wissen, ist Körperlichkeit und sind Annahmen über den Körper auch immer wieder auch ein Konstrukt, das benutzt wird auch, um soziale Grenzen zu ziehen auch. Und das zeigt vielleicht auch die soziale Sprengkraft dieser Überlegung der Körperlichkeit, gerade im Kontext eben von Diskussionen um Gender, um Race, um Disabilities, die eben durch das Aufkommen von Cyborgs oder der Cyborgisierung des Menschen komplett in Frage gestellt werden können. Ich kann darauf jetzt im Detail nicht eingehen, weil das zu lange dauern würde oder auch ein anderes Thema ist, aber die amerikanische Wissenschaftlerin Donna J. Haraway hat das eben diese Fragen aufgestellt in ihrer Auseinandersetzung mit dem Cyborg, und öffnen da ganz spannende Fragen eben dessen, was wir uns vorstellen oder in der westlichen Kultur, was für Vorstellungen es gibt, wie ein Körper denn des Menschen zu sein habe und wann das eben auch kein menschlicher Körper mehr ist oder halt eben auch ein anderer Körper.
Ein zweiter Punkt, der häufig herangezogen wird, um Menschen von Maschinen zu unterscheiden, ist die Frage der Handlungsfreiheit, die sich dann äußern kann in Subversion oder in Unvollkommenheit. Die künstlichen Intelligenzen werden normalerweise mit an ganz rationales Denken oder sind an rationales Denken gekoppelt, an rationales Handeln. Und dem Menschen wird dann aber eher ein potenziell freier Wille unterstellt. Also wir gehen davon aus, dass künstliche Intelligenzen ein bestimmtes Ziel haben, auf das sie dann technologisch hinarbeiten, während der Mensch die Freiheit hat, von diesem Ziel auch abzuweichen, wenn es ihm denn passt oder wenn er ein anderes Ziel gefunden hat oder warum auch immer. Wie das behandelt worden ist in der Literatur, dafür möchte ich gerne ein Zitat nehmen, auch weil es einfach so süß ist und mir so gefällt. Und zwar ist es aus dem Kinderbuch Schluck vom grünen Stern von der Kinderbuchautorin Alice Kaut, das ist auch die Erfinderin von Pumuckl. Die hat diesen Roman geschrieben, in dem es eben um einen kleinen Roboter geht, der heißt Schluck, der kommt vom grünen Stern und auf diesem grünen Stern gibt es 31 Millionen Roboter, die alle gleich agieren. Und dieser kleine Roboter Schluck, der ist auch irgendwie anders. Und die Frage, was an ihm anders ist, wird dann häufig damit beantwortet, dass er eine Seele habe. Und diese Seele äußert sich vor allen Dingen in dieser Handlungsfreiheit und vor allen Dingen in der Fähigkeit Schlucks einfach zur Renitenz, zur Subversion. Weil Schluck, der arbeitet halt nur, wenn er Lust hat. Und ich zitiere das mal ganz kurz. Es gab Arbeiten, die er schnell erledigte, aber es gab auch Arbeiten, bei denen er regelrecht trödelte und dann wieder andere, die er deutlich verabscheute. Wenn das eintrat, dann verloren seine roten Augen an Leuchtkraft, er brachte Geräusche hervor, die an Gähnen erinnerten und sein Summen klang mürrisch. Da konnte man an seinen Knöpfen herumdrücken, solange man wollte, das nützte nichts. Boah, machte Schluck und dann hatte es sich. Ja, das ist so etwas, was wir normalerweise nur dem Menschen zuschreiben würden. Ein Roboter verhält sich eigentlich nicht so. Und das ist eigentlich also auch, es ist einerseits eine Subversion und Renitenz, ist aber auch was damit irgendwie verbunden ist, eine Art Unvollkommenheit des Menschen. Die Maschine, davon gehen wir eigentlich aus, die Maschine ist perfekt. Also wenn wir einen Taschenrechner benutzen, dann gehen wir davon aus, dass dieser Taschenrechner perfekt immer 1 plus 1 zusammenrechnet, egal welche Uhrzeit es ist oder das ist eben vollkommen unabhängig, dieser Taschenrechner funktioniert einfach so, weil er so programmiert worden ist. Ein Mensch dagegen kann auch einfach mal behaupten, 1 plus 1 ist 3, aus welchen Motiven auch immer. Diese Unvollkommenheit, darauf komme ich dann gleich nochmal, ein Beispiel, das ich ein bisschen genauer behandeln werde, gilt auch als Unterscheidungsmerkmal an anderen literarischen Texten, also zum prägnantesten oder der bekannteste Text, der das verwendet, ist, denke ich, E.T. Hoffmanns Sandmann, aber dazu komme ich dann eben gleich. Diese Unvollkommenheit, diese Imperfektion hat ihren Ursprung auch in dem dritten Punkt, auf den ich eingehen will, nämlich in dem Sozialverhalten, was normalerweise von Menschen und Tieren zugeschrieben wird, allerdings nicht unbedingt Maschinen. Und der Mensch hat da eben die Fähigkeit zu Emotionen, er hat auch dadurch auch die Fähigkeit, mit Kunst zu schaffen, er hat die Fähigkeit, Gemeinschaften zu bilden und Kultur zu entwickeln. Und das sind eben auch Aspekte, die wir grundsätzlich eher dem Menschen als der Maschine zuschreiben würden. Und also da die Beispiele auch aus dem Literarischen oder aus Filmen sind wirklich Legion. Ich könnte da auf ganz viele verschiedene Aspekte eingehen. Ich möchte einen kleinen Aspekt jetzt nochmal rausgreifen und das dann eben an zwei ausführlicheren Fallbeispielen nochmal darstellen, bevor ich dann auch zum Schluss komme, um das nochmal ein bisschen genauer zu verdeutlichen, was ich damit meine. Und zwar möchte ich einen kleinen Aspekt, und so klein ist ja eigentlich gar nichts, eigentlich ein riesiges Themenfeld, aber einen Aspekt der menschlichen Kultur herausgreifen, und zwar die Rituale, die sich meiner Meinung nach sehr gut dazu anbieten. Ich möchte jetzt im Detail nicht darauf eingehen, es gibt verschiedene Definitionen dessen, was ein Ritual ausmacht. Rituale, ein riesiges Feld, es gibt sprachliche Rituale, es gibt Handlungsrituale, Makrorituale, Mikrorituale und so weiter und so fort. Das Wichtige aber ist diese Definition hier unten von dem Kulturwissenschaftler Hofstede, der formuliert hat, dass Rituale seien collective activities that are technically superfluous to reach desired ends, but that within a culture are considered socially essential. Und da, das ist der wichtige Punkt, nämlich dieses technically superfluous. Das heißt, es gibt eigentlich für eine Maschine keine wirkliche Motivation, ein Ritual durchzuführen, weil es eben nicht eine technische Notwendigkeit hat, sondern eben ein bestimmtes soziales Bedürfnis erfüllt, ein kulturelles Bedürfnis, von dem wir ausgehen, dass das nur der Mensch hat.
Und deswegen denke ich, oder bieten sich Rituale als Untersuchungsgegenstand in meinem Kontext ganz gut an, weil dort eben man sehen kann, wovon, oder ist das vielleicht einer der Elemente, wo die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine verläuft. Genau, um das zu illustrieren, möchte ich zwei Beispiele nehmen, ein literarisches und ein filmisches. Und zwar ist das eben Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Das ist eine der bekanntesten und auch eine der ersten deutschen fiktionalen Aufarbeitungen des Themenkomplexes Automats. Das 18. Jahrhundert ist ja auch das Zeitalter des Automats, in dem das ein riesiges Thema wurde, aus dem Jahr 1816. Vielleicht ganz kurz für diejenigen, die diese Novelle nicht kennen, eine ganz knappe Zusammenfassung mit den wichtigen Aspekten für meinen Kontext. Es geht eben um den Studenten Nathanael, der fern von seiner Familie und seinen Freunden durch die Erscheinung eines Händlers an der Universität von Kindheitserinnerungen eingeholt wird, die er mit dem Tod seines Vaters und mit einhergehenden Trauma verbindet. Er wird dadurch zunehmend zu einer düsteren Stimmung gepackt, die sich dann auch in seinen schriftstellerischen Bemühungen äußert. Er hat schon vorher regelmäßig seiner Freundin Clara immer wieder vorgelesen, doch ihr missfallen jetzt diese neuen, dunklen, beinahe schon wahnsinnigen Erzählungen. Ich zitiere ganz kurz, Clara, etwas Langweiliges wie gewöhnlich vom Guten und sich dabei ergebend, fing an, ruhig zu stricken. Aber so wie immer schwärzer und schwärzer das düstere Gewölk aufstieg, ließ sie den Strickstrumpf sinken und blickte starr den Nathanael ins Auge. Den riss seine Dichtung unaufhaltsam fort, hochrot färbte seine Wangen die innere Glut, Tränen quollen ihm aus den Augen. Endlich hatte er geschlossen, er stöhnte in tiefer Ermattung, er fasste Claras Hand und seufzte wie aufgelöst in trostlosem Jammer: Ach, Clara, Clara. Clara drückte ihn sanft an ihren Busen und sagte leise, aber sehr langsam und ernst: Nathanael, mein herzlieber Nathanael, wirf das tolle, unsinnige, wahnsinnige Märchen ins Feuer. Da sprang Nathanael entrüstet auf und rief Clara von sich stoßend: Du lebloses, verdammtes Automat. Clara wird hier also, obwohl sie ja nicht menschlich handelt, als Automat betrachtet, da sie ganz unmittelbar die Empfindungen des Protagonisten nicht teilt. Interessant wird diese Stelle allerdings erst in der Gegenüberstellung einer anderen, die ich auch zitieren möchte, Entschuldigung, ganz so schnell geht es nicht. Nathanael fühlt sich nämlich da von seiner Freundin und der Welt, die ihn und seine Geschichten nicht versteht, enttäuscht und fühlt sich plötzlich angezogen von der vermeintlichen Tochter seines Professors Olympia. Und Olympia ist nun aber tatsächlich ein tatsächlicher Automat, eine Holzpuppe mit einem rudimentären Sprech- und Bewegungsapparat ausgestattet, der es ihr erlaubt, im kleinen Kontext am sozialen Leben teilzunehmen. Und das erkennt Nathanael aber nicht, sondern er vermeint, in ihr dann die einfühlsame und perfekte Frau zu sehen. Hier eben das Gegenzitat. Jetzt liest er Olympia vor. Aber auch noch nie hat er eine solch herrliche Zuhörerin gehabt. Sie stickte und strickte nicht, sie sah nicht durchs Fenster, sie fütterte keinen Vogel, sie spielte mit keinem Schoßhündchen, mit keiner Lieblingskatze, sie drehte keine Papierschnitzchen oder sonst etwas in der Hand, sie durfte kein Gähnen durch einen leisen, erzwungenen Husten bezwingen. Kurz, stundenlang saß sie mit starrem Blick unverwandt dem Geliebten ins Auge, ohne sich zu rücken und zu bewegen, und immer glühender, immer lebendiger wurde dieser Blick. Nur wenn Nathanael endlich aufstand und die Hand, obwohl im Mund küsste, sagte sie: Ach, ach, dann aber gute Nacht, mein Lieber. Oh, du herrliches, du tiefes Gemüt, rief Nathanael auf seiner Stube, nur von dir allein werde ich ganz verstanden. Olympia agiert hier eben nach seinen Vorstellungen und dies innerhalb eines sprachlichen Rituals, also das sich auch wirklich sehr wenig beschränkt, nämlich ein Ritual, das zumindest Nathanael, aber auch die patriarchale Gesellschaft seiner Zeit als die optimale, optimierte Haltung der Frau erwartet. Es ist eben hier ein Ritual der devoten Zuhörerin, die lediglich ihren Emotionen innerhalb von leichten Seufzern Raum gibt. Nathanael leidet also hier eigentlich an einer Projektion seiner rituellen Vorstellungen und ihrer Transfiguration in einer Frau, die vermeintlich perfekter ist als das reale Frauenbild. Die Geschichte, es wundert nicht, endet auch tragisch. Die Holzpuppe Olympia wird, kurz bevor Nathanael ihren Heiratsantrag machen möchte, vor seinen Augen von ihren Schöpfern zerrissen, die sich um sie streiten. Und das Ganze hat dann aber
einen Nachhall und dieser Nachhall zielt insbesondere auf die Selbstvergewisserung des Menschen in Anbetracht des Automaten ab, nämlich auf genau die Frage, was macht den Menschen aus, selbst wenn ein Automat verschiedene Rituale besser verkörpern kann als das menschliche Wesen. Denn später in den Salons ist es so, dass diese Geschichte natürlich irgendwie ihre Runde gemacht hat. Und viele hoch zu verehrende Herren beruhigten sich nicht dabei. Die Geschichte mit dem Automat hatte tief in ihrer Seele Wurzel gefasst und es schlich sich in der Tat abscheuliches Misstrauen gegen menschliche Figuren ein. Um nun ganz überzeugt zu werden, dass man keine Holzpuppe liebe, wurde von mehreren Liebhabern verlangt, dass die Geliebte etwas taktlos singe und tanze, dass sie beim Vorleben Sticke, Stricke mit dem Möpschen spiele und so weiter, vor allen Dingen aber, dass sie nicht bloß höre, sondern auch manchmal in der Art spreche, dass dies Sprechen wirklich ein Denken und Empfinden voraussetze. In den Tiefs wurde unglaublich gegähnt und niemals genieselt, um jedem Verdacht zu begegnen. Diese Aspekte, also dieses taktlose Singen, das mit dem Möpschen spielen, das Stricken während des Vorlesens, all das verweist auch wiederum, was ich vorhin schon angesprochen habe, auf diese Imperfektion des Menschen. Es ist eben nicht mehr das ideale Bild der Frau, die wirklich da sitzt und ach sagt, sondern die eben auch andere Dinge noch nebenher macht und dadurch überhaupt erst ihren menschlichen Charakter äußert. Also es ist dieses aktuelle Verhalten, das hier dann eingefordert. Ich hoffe, ich habe noch Zeit, noch auf ein anderes Beispiel eingehen, das zu verdeutlichen, dann komme ich wirklich zum Schluss, oder einfach nochmal einen anderen Aspekt von Ritualen als Grenze zwischen Menschen und Maschine zu illustrieren. Und zwar möchte ich da auf den Film AI eingehen, also Artificial Intelligence von Steven Spielberg aus dem Jahr 2001, auch da ganz kurz in Zusammenfassung, um das einzuordnen. In dem Film geht es um eine Welt, in der die Menschheit aufgrund des klimatischen Wandels auf ganz wenige Individuen beschränkt ist. Also Fortpflanzung muss ganz explizit genehmigt werden, während aber dafür dann künstliche Intelligenzen viele Aufgaben des Menschen erledigen. Diese künstlichen Intelligenzen können keine Emotionen empfinden, sehen aber sonst genauso aus wie Menschen und brauchen aber keine Nahrungsmittel, eben um der Ressourcenknappheit zu viele Familien wünschen sich aber natürlich trotzdem Kinder, auch wenn sie das nicht haben können, und deswegen befindet sich ein Roboterkind in der Entwicklung, das dem dann Liebe einprogrammiert werden kann, das dadurch eben für diese zahlreichen kinderlosen Familien einen Ausweg anbietet. Und von diesem Roboterkind wird eben ein Prototyp an einer Familie getestet. Diese Familie hat zwar ein Kind, aber das Kind liegt im Koma. Und dem Roboterkind wird dann über einen Code, oder das Roboterkind wird über einen Code an die Familienmutter gebunden und empfindet daher dann Liebe, vor allen Dingen für diese Frau, auch in geringerem Ausmaß für den Vater. Die erste Szene, die ich zeigen möchte, findet vor dieser Codierung statt. Sie illustriert die Diskrepanz eben zwischen Mensch und Roboter, sowie auch die Unsinnigkeit menschlicher Rituale für den Computer, der diese nicht nachvollziehen kann, weil sie eben für ihn keine unmittelbare rationale Bedeutung haben. Und es ist hier das Ritual des gemeinsamen Abendessens.
in der sich das Ritual ganz, ganz anders darstellt. Die zweite Szene findet nämlich nach der Kodierung statt, das heißt, dieses Roboterkind hat schon empfindet Liebe zu seiner Mutter und hier nehmen eben dann diese sozialen Komponenten eine ganz andere Stellung ein. Nämlich, also kurz danach erwacht dann auch das leibliche Kind dieser Familie aus dem Koma und dann entsteht ein Konflikt mit den Kindern. Und wie sich das anders darstellt, möchte ich noch in dieser kurzen Szene einmal zeigen. How could you see that coming? Remember? Oh, come on, it's just miserable. Well, he never said that. Also die in der Szene. Ja, das ist mein Ruf. Die Dinner-Szene stellt sich hier also als extrem unterschiedlich dar. Denn das Ritual wird jetzt hier, also es wird nicht mehr als Zwang wahrgenommen oder als unverständliche, lächerliche Situation, sondern als sozial, also der soziale Charakter des Rituals wird hier in der Art wahrgenommen, dass die reine Nahrungsaufnahme eben nicht mehr einem Zweck dient, sondern auch von der künstlichen Intelligenz als sozialer und kultureller Akt aufgefasst wird und eben dieses Essen im Prinzip zu einem Wettbewerb um die Liebe der Mutter wird. Ja, welche Funktion hat also das Ritual hier in der Abgrenzung zwischen Mensch und Maschine? Das Ritual, dessen Handlung nicht zielführend im Sinne einer unmittelbaren Verknüpfung von Handlung und Zweck ist, sondern das einen kulturellen und sozialen Sinn produziert, hat erstmal für rationale Maschinen keine Bedeutung. Die Abgrenzung zwischen Mensch und Maschine verläuft dementsprechend auch in dem Film AI entlang dieser rituellen Handlung. Der menschliche Junge ist durch die Einbettung in das Essensritual in die Familie integriert, der Roboter bleibt dagegen ein Fremdkörper. Durch diese Einprogrammierung von Emotionen in das Roboterkind wird jedoch die Grenze zwischen Mensch und Roboter verwischt und das zeigt sich dann eben auch im Rahmen des Rituals, in dem der Roboter sich jetzt plötzlich der Wirkmacht und der Sinnhaftigkeit des Rituals als sozialer Faktor bewusst ist. Der Roboterjunge befindet sich hier in einem Zustand der Liminalität, also zwischen Betwixt und Between, also zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz, was dann auch zu Konflikten führt. Und ebenfalls zu Konflikten führt, also hier ist es eben der Roboter, der plötzlich diesen Ritualen folgt oder folgen will. Und im Sandmann ist es eben die Einprogrammierung auch von Ritualen in die Maschine, die auch zu Konflikten führt, weil er dann eben nicht, die Maschine dann nicht mehr vom Menschen unterschieden werden kann. Im Sandmann ist es eben das sprachliche und Verhaltensritual der devoten Zuhörerin, was selbstverständlich auch eine Persiflage ist an die vorherrschenden geschlechtlichen Rollenverhältnisse im frühen 19. Jahrhundert, die von Olympia perfekt ausgeführt wird. Auch hier wird eben die Grenze zwischen Mensch und Maschine dadurch verwischt und auch hier führt das zu Konflikten im Rahmen derer Nathanael dann schließlich wahnsinnig wird und Selbstmord begeht. Ja, dann komme ich auch zum Schluss damit, also künstliche Intelligenzen grundsätzlich erstmal vom Menschen für den Menschen erschaffen, werden im Stadium der Liminalität für den Menschen zu einer Bedrohung und ein potenzielles kulturelles Artefakt, das diese Grenze markiert, könnte eben, so meine These, das Ritual sein. In ihm verkörpert sich potenziell etwas gegen ihn Menschliches, das wir eben auch als solches in der Zukunft betrachten wollen. Deutlich wird allerdings auch, wenn man sich diese verschiedenen Elemente anguckt, die den Menschen von der Maschine unterscheiden können, dass prinzipiell eigentlich alles möglich ist. Also den Fähigkeiten der Maschine sind potenziell
offiziell keine Grenzen gesetzt. Auch nicht diejenigen der vermeintlich allein den Menschen zugeschriebenen Attribute. Und die kulturell relevante Frage ist meines Erachtens demnach eben nicht so sehr, was den Menschen tatsächlich singulär auszeichnet, sondern vielmehr, welche Eigenschaften er für sich als Monopol beanspruchen möchte. Nicht dieses X, die Differenz zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz, ist somit mal halt auch als Konstrukt zu sehen, das abhängig von der kulturellen Selbstwahrnehmung des Menschen mit ganz unterschiedlichen Attributen gefüllt werden kann und in künstlerischen, aber auch in technischen und politischen Narrativen dann ausdiskutiert werden sollte. Der Mensch, wird sich im Zuge der Industrie 4.0 und der damit einhergehenden rasanten Entwicklung von künstlicher Intelligenz fragen müssen, welche Aufgaben er zumessen möchte und wie er mit ihr kooperieren möchte, bevor es dann zu spät ist und eine uns überflügende Intelligenz diese Frage vielleicht auch ohne Einbindung des Menschen selbst beantworten wird. Potenzielle Wege sind hierbei, ich habe einfach mal ein paar Aktien aufgezeichnet, also zwischen Hierarchie, der Mensch der Maschine Überlegung zur Koexistenz, der Mensch kooperiert mit der Maschine, und Subjektivität, also eher Emotionen zur Objektivität, also eher so ein rationalen Verhalten, also die Funktion, die Maschine einnehmen kann, eben als reines Werkzeug des Menschen, als Spielzeug des Menschen, als gleichberechtigter Entscheidungsträger mit dem Menschen oder auch eben als das, was dieser Social Robotics Experte aus Taiwan formuliert hat, eine tatsächlich eigenständige potenzielle Gegenkultur zum Menschen. Die Entwicklung und der Umgang von künstlichen Intelligenzen ist irgendwo vielleicht auf dieser Matrix zu verorten, oder auch woanders. Fest steht aber auf jeden Fall, dass diese Fragen nicht alleine von den Technikwissenschaften beantwortet werden können, sondern dies wirklich eine interdisziplinäre Herausforderung ist, in der ich auch die Kulturwissenschaften und die Geisteswissenschaften ganz klar in der Verantwortung sehe. Vielen herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Christina, für deine systematische und Erläuterung dieses hochwichtigen Problemfeldes. Bitte die Frage. Jana, was sagt die Künstlerin dazu? Noch nichts. Ich habe mehrere Fragen gestellt. Ich würde vielleicht mit dem Narrativ beginnen. Mhm. Du stellst hier dieses Projekt der Artificial Intelligence als sozusagen als ein stetig sich entwickelndes, erfolgreiches Projekt. Es gibt natürlich vielleicht noch ein anderes Narrativ dazu. In der Blütezeit der Kybernetik und der Entwicklung der digitalen Technologien nach dem Zweiten Weltkrieg war der Traum Artificial Life. Mhm. Und da musste man einsehen, das wird nicht funktionieren. Es war eigentlich ein bescheidener Schritt zurück hin zum Artificial Intelligence. Mhm. Also Artificial Life können wir nicht machen, was wir machen können, sind selbstlernende Systeme, die sich als Artificial Intelligence bezeichnen. Obwohl dieser Traumform künstlichen Leben weiter geträumt wird, aber hat sich verschoben im Bereich der Genetik. Technologien, die, glaube ich, viel entscheidender sein werden. Mhm. Das Selbstverständnis des Menschen. Ja. Gut, aber das ist das dann ist schon eine andere Geschichte. Dann ist die Frage, wie definiert man hier Intelligenz? Mhm. Ja, also grundsätzlich. Intelligenz der Maschinen ist klar, als selbstlernendes System, wie definiert sich Intelligenz des Menschen? Mhm. Also wenn wir das vergleichen wollen, müssen wir irgendwie eine gemeinsame Definition haben. Mhm. Denn wenn wir die Welt, wie sie im Moment ist, mit allen Umweltproblemen betrachten, dann sind Menschen ja im Prinzip nicht wirklich intelligent, quasi intelligent. Und mit dieser quasi Intelligenz haben wir Maschinen entwickelt, die uns noch helfen, diese Dummheit besser zu machen. Ja, also grundsätzlich eine Frage. Drittens, bei dieser Frage, was ist denn menschlich,
gerade in meiner deutschsprachigen Literatur gibt es ja auch schon Beispiele eben für literarische Ausführungen dieser Untersuchungen. Kleist ist Marionettentheater oder bei Kafka in diesen Geschichten oder Thomas Bernhard auch. Aber alle drei Autoren stellen diese Frage nicht in einem dualistischen System, Mensch zu Maschine, sondern in einem bisschen komplexeren Koordinatensystem, und zwar Mensch Tier, Mensch Ding und Mensch Gott. Ja. Also es auch in diesen, beziehe mich jetzt nur auf literarische Fragen, es ist doch ein bisschen komplexeres Denken. Und wenn wir jetzt über Rituale sprechen, da fehlt dann noch, also ist eine Dimension implizit bei diesen Ritualen, die vielleicht, ob es jetzt metaphysisch ist oder nicht, das ist eine Frage der Definition, aber Rituale nur als soziale Handlung zu definieren. Also da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Konflikt. Ja, also meine Frage wäre auch eigentlich wenig Antwort, beziehungsweise ich bin da vollkommen einer Meinung, nicht was alle diese drei Punkte angeht. Also natürlich, also gerade die Biogenetik und diese Aspekte, das ist ein riesiges Feld, das ist natürlich nochmal auch auf der ethischen Ebene auch eine Herausforderung, die es in gewissen Punkten überschreitet, aber sich dann nochmal ein ganz, ganz neues, anderes Feld aufmacht. Frage der Intelligenz ist tatsächlich, wie definiert man Intelligenz? Ich denke auch, das ist so ein also wenn man über künstliche Intelligenz spricht, geht man ja normalerweise von diesem rein rationalen, wirklich objektiven Betrachten von verschiedenen Aspekten aus, wo eben bei Menschen dann immer diese soziale Intelligenz irgendwie auch noch eine Rolle spielt, aber halt eben auch diese Unvollkommenheit, die eben dann immer wieder auch das nicht ermöglicht, rational zu handeln, zum Beispiel im Bereich des Umweltschutzes oder so. Natürlich, also gar keine Frage, würde ich sofort unterschreiben, weil diese Themen sind sehr viel komplexer, als ich sie jetzt hier darstellen konnte. Natürlich die Beschäftigung des Menschen mit dem, was den Menschen eigentlich ausmacht, die ist so alt wie der Mensch selbst, das werde ich hier niemals abdecken können. Ich fand halt eben gerade diese Aspekte im Bereich der künstlichen Intelligenz halt eben auch als ein weiterer Punkt dessen, der Selbstbestimmung des Menschen, dass das noch weit darüber hinausgeht, ist, denke ich, fraglos. Und der letzte Punkt eben so, die Komplexität von Ritualen. Da hatte ich ja auch schon erwähnt, also das ist auch wirklich, die Forschung zum Ritual ist so gesehen, alles, was als Ritual überhaupt aufgefasst wird, eine klare Definition des Rituals allein zu bieten, ist, denke ich, schon eine große Herausforderung. Deswegen jetzt wirklich halt auch im Kontext der Ausführungen versucht, das so ein bisschen auch zu komprimieren und dann auch einen Ansatz zu finden, aber selbstverständlich. Ja, ich habe das mal angesprochen, weil es so in Richtung multidisziplinäre Opposition geht, Maschine. Das ist ja ein Problem des Denkens, des westlichen Denkens, wo er eigentlich auch das Problem des Dualismus, Rationalität, Emotionalität aufkommt. Und solange wir das so dualistisch aufziehen, werden wir da überhaupt nicht rauskommen. Ja. Ja, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ja, vielen Dank. Das habe ich auch wahrscheinlich, oder bin ich dazu sehr selber in diese Falle getappt, weil es mir halt immer auch wirklich darum geht, eben auch zu zeigen, dass das alles eigentlich nur ein Konstrukt ist und diesen Konstruktionscharakter eben auch beinhaltet. Ja, aber solange wir das dualistisch konstruieren, sind wir immer noch am Beginn der Neuzeit. Also von da hat sich keine Revolution gemacht, obwohl der Poststrukturalismus das ja auch gezeigt hat. Aber wir tappen jetzt wieder zurück. Immer noch im Sinne eines modernen. Ja, vielen Dank. Ich hatte mal die Gelegenheit, ein Buch über die menschliche Intelligenz zu lesen. Und ich erinnere mich, dass die kognitive Psychologie sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, zu definieren, was ist eigentlich
Mhm. Und ich erinnere mich ziemlich vage, ich kann das nicht mehr genau, aber die Intelligenz wurde als ein vielschichtiges Phänomen erkannt. Mhm. Und insbesondere hat sich der Psychologe Guilford damit beschäftigt. Er hat ein wissenschaftlich anerkanntes Modell vorgeschlagen, Guilford. Mhm. Und die kognitive Psychologie ist damit überhaupt nicht fertig geworden. Also es bleibt viel, ja, viel Strittiges. Ja. Ja, es ist, glaube ich, wahnsinnig schwer zu greifen, eben, ne? Was, wie ja gerade auch schon gesagt worden ist, was eine Intelligenz ist. Schwer zu definieren. Sehr, sehr schwer. Absolut, ja. Und das ist aber, denke ich, auch eben eine der Herausforderungen, die jetzt, also wenn ich mich so umgucke, oder in den Bereichen, in denen ich die letzten 3 Jahre, bevor ich hierher gekommen bin, gearbeitet habe, also gerade in diesem industriellen Umfeld oder in Technikwissenschaften, ist dort häufig doch ein Anspruch zu bemerken, diese Frage hier zu beantworten, weil das diejenigen sind, die eben beeinflussen oder konstruieren, was die künstliche Intelligenz dann machen wird. Und damit beantworten sie dann diese Frage, was ist Intelligenz auf ihre Art und Weise, wo es aber, glaube ich, halt sehr viel wichtiger ist, eben genau diese verschiedenen Perspektiven aus der Psychologie, aus der Geisteswissenschaft, aus der Kulturwissenschaft eben dort auch mit einzubeziehen, um eben auch ja, diese extreme Bandbreite oder halt auch die Differenziertheit dessen, was Intelligenz alles ausmachen kann, auch mit einzubeziehen. Ich habe auch ein Buch gelesen, das war von dem Yuval Noah Harari, Homo Deus. Mhm. Kennen Sie das Buch? Nee. Das macht meine Frage schwierig, aber ja. In dem Buch sagt Yuval Noah Harari, dass man überhaupt nicht weiß, wie der menschliche Körper funktioniert. Mhm. Wie entstehen die Emotionen zum Beispiel? Mhm. Sind das nur Strömungen im Gehirn, mhm, oder wie sind das biochemische Prozesse? Mhm. Und ich glaube, wenn wir noch nicht ganz genau wissen, wie der menschliche Körper funktioniert, dann wie sollen wir wissen, was die künstliche Intelligenz ist, mhm, oder wo ist? Und wie sehen Sie als Wissenschaftlerin, wie wir dann diese Zusammenarbeit funktionieren zwischen den Wissenschaftlern, die die künstliche Intelligenz entwickeln, mhm, und den Wissenschaftlern, die den Menschen erforschen? Mhm. Denn ich glaube, das muss irgendwie zusammenpassen, mhm, für die Zukunft. Ja. Also ja, ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, und da also steht ja die Wissenschaft ja auch noch relativ am Anfang mit diesen also neuronalen Netzen und eben diesen selbstlernenden Maschinen, die ja versuchen, in gewisser Weise irgendwie das menschliche Gehirn abzubilden und eben der Maschine es zu ermöglichen, eben genauso wie der Mensch halt zu lernen und diese Intelligenz einzusetzen. Wie Sie aber schon sagen, solange diese Rätsel noch nicht gelöst sind tatsächlich, oder solange das noch im Dunkeln ist oder Geheimnisse sind, ist das sehr, sehr schwierig eben abzubilden. Ich weiß aber auch nicht, ob es zwangsläufig notwendig ist oder ob die Entwicklung tatsächlich dann dahin geht, künstliche Intelligenzen zu schaffen, eben genau das, die Intelligenz so zu fassen, wie der Mensch eben wie auch immer das ist, aber wieder die menschliche Intelligenz nutzt, sondern dass eben eine künstliche Intelligenz erschaffen oder künstliche Intelligenzen intelligent handeln nach einem bestimmten Muster, wie wir uns das vorstellen, wie es sein sollte. Ja, aber natürlich, also da. Vielleicht wird das deutlicher, wenn man so ein bisschen die Geschichte der technischen Entwicklung denkt. Es ist ja nicht unbedingt so, dass jetzt diese Maschine die Intelligenz des Menschen nachahmen, sondern es wird das Funktionieren des menschlichen Gehirns erklärt nach dem Muster der Maschinen. Mhm. So wie zum Beispiel also Kamera Obscura auch eine Zeit lang als Modell benutzt wurde, um das Funktionieren der Wahrnehmung zu erklären. Ne? Ja. Also es ist, diese Maschinen sind Systeme, sind technische Systeme, hochleistungsfähig, die haben besondere Fähigkeiten und Kompetenzen, das mit demselben Begriff zu verwenden, den wir für Menschen verwenden, ist vielleicht verleitend, aber ist ein gutes PR. Ja. Wobei ich glaube, dass dann Mangel stattgefunden hat. Also sicherlich bis vor wahrscheinlich
10 Jahren um die Jahrtausendwende rum, war das, glaube ich, tatsächlich so, wie Sie jetzt gerade sagten, oder, ne, dass die Maschinen eher menschliches Verhalten erklären sollten. Oder, ne, dass jetzt aber durch diese ganz neueste Entwicklung mit diesen neuronalen Netzen und den selbstlernenden Maschinen kommt eben diese neue Komponente dabei, dass wirklich versucht werden soll, eben das so wie Menschen lernen, eben die also den Maschinen zu ermöglichen. So wie wir uns vorstellen, dass Menschen lernen. Genau, genau. Das ist genau der Punkt. Wir wissen es eben nicht genau, so wie wir uns das vorstellen, so auf unserem aktuellen Erkenntnisstand eben das versucht wird. Dass das nicht genau funktioniert, das ist ja offensichtlich. Ja, wo diese Entwicklung hingeht, finde ich sehr, sehr spannend. Und es ist eben, es ist also keines, also fraglos eben dementsprechend auch ein sehr interdisziplinäres, transdisziplinäres Feld, in dem ganz viele verschiedene Wissenschaftsdisziplinen überhaupt zusammenarbeiten müssen, um dem einigermaßen nahe zu kommen. Künstliche Intelligenz hört sich ja wahnsinnig attraktiv an. Und viele von den Technikern, die man auch in der RWTH in Aachen dort trifft, die damit beschäftigen, sind natürlich sehr selbstverliebt und begeistert von dem, was sie da produzieren an Robotics. Da sollte man nachsichtig sein. Aber wenn man solchen Robotern gegenübertritt, die ganz erstaunlich beispielsweise gegeneinander Fußball spielen können oder Ball spielen können, oder ein Roboter, der hier am Stephanitz-Institut entwickelt worden ist, der in der Lage ist, einen Schießladerumhang selbstständig herunterzufahren, ohne dass er stürzt. In der ersten Version konnte er noch nicht bremsen, in der zweiten konnte er das. Das ist alles sehr eindrucksvoll, schöne Spielzeuge, aber bitte, mit Intelligenz und insbesondere mit menschlicher Intelligenz hat das doch nun wahrlich noch nicht, vielleicht muss man tatsächlich sagen, noch nicht viel zu tun. Denn diese Maschinen sind programmiert, sie lernen, um auf Dinge von außen besser zu reagieren, sie optimieren sich damit, aber man braucht die ja nur mit etwas zu konfrontieren, worauf sie nicht eingestellt sind, und dann ist diese sogenannte künstliche Intelligenz mit diesem Latein am Ende und steht ratlos da, winkt herum oder tut etwas völlig Unsinniges, zerstört sich selbst oder was weiß ich auch. Im Zweifelsfall bleibt sie einfach stehen und tut gar nichts mehr. Das ist etwas, was der Mensch eigentlich viel besser kann. Deswegen meine ich, sollte man so ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist alles so wunderschön mit der künstlichen Intelligenz. Und natürlich eröffnet das auch ganz neue technologische Anwendungen. Aber mit menschlicher Intelligenz hat das doch wahrlich nicht viel zu tun. Oder übertreibe ich da? Ja, es kommt, glaube ich, auch an, mit wem Sie da sprechen. Sie sagten es ja gerade schon, aber ich glaube gleichzeitig auch, dass man es trotzdem nicht unterschätzen kann. Und vor allen Dingen, wenn man über wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, haben wir eben häufig diesen Roboter vor uns. Und der Roboter ist tatsächlich in der Hinsicht noch nicht so ausgeprägt. Das hängt allein schon mit runden Bewegungsabläufen ab, mit den Bewegungen im unbekannten Terrain. Wobei auch dort tatsächlich, wenn man sich anguckt, was allein in den letzten 20 Jahren für Fortschritte gemacht worden sind, ich würde das nicht zu sehr abwerten. Also das ist natürlich, heutzutage begegnen wir noch nicht einem Roboter, der auch nur annähernd irgendwie den Fähigkeiten von Asimovs fiktionalen Robotern nahe kommt. Aber es gibt extreme Entwicklungen und wo es glaube ich stärker ist, sind tatsächlich im Rahmen von Softwarelösungen. Also wo wir nicht einen Roboter haben, aber eine künstliche Intelligenz, die eben tatsächlich in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen aufgrund von einer wahnsinnigen Datenmenge, die der Mensch überhaupt nicht verarbeiten kann oder auch nicht nachvollziehen kann und aber trotzdem eben in Sekundenschnelle eben etwas ausdrucken kann. Das sind Fähigkeiten, an die wird der Mensch niemals herankommen, und da sind wir in der Entwicklung, oder da ist die Entwicklung jetzt schon viel, viel weiter, als der Mensch jemals in der Lage sein wird. Ja. Und auch wenn Sie das, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und ich kann das auch sehr gut verstehen. Wie gesagt, ich wurde halt da in den 3 Jahren in Aachen noch ein bisschen umgepolt, beziehungsweise habe gelernt, ist auch nicht. Ich habe das vorher auch immer so. Aber gerade wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, wir sind nicht so weit entfernt zum Beispiel vom autonomen Fahren. Das ist wirklich ein Punkt, und das gibt es im Auto sind wir vielleicht noch, bis das sich wirklich flächendeckend umsetzt, sind wir vielleicht noch weiter weg, aber denken Sie zum Beispiel an das Fliegen oder sowas, da ist das schon gang und gäbe, der Autopilot. Und in diesen Aspekten, da geben wir wirklich
unser Leben in die Hand von Maschinen und vertrauen darauf, dass diese das lösen können. Und da sind wir dann vielleicht wieder bei der Frage, bei der grundsätzlichen Frage, was ist Intelligenz? Aber es ist durchaus so, dass die Maschinen schon in der Lage sind, sehr, sehr vieles zu leisten, was wir den Menschen als solchen vielleicht schon nicht mehr zutrauen. Ja. Eine Frage. Meinen Sie, dass man den Maschinen die Kreativität beibringen kann? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Das gibt es ja auch schon, also viele Versuche und Ansätze. Ne? Auch Google hat dazu schon sehr viel gemacht. Ja, die Frage, die man da zurückwerfen kann, ist vielleicht ganz ähnlich wie die Frage, was ist Intelligenz, was ist Kreativität, was ist Kunst? Und auch da haben wir vielleicht dieses X, diese Frage. Und auch, ich glaube, es ist alles, also ich bin ja selbst, ich möchte gerne, dass dieses X da ist. Dass der Mensch irgendwie, der Mensch ist genuin jemand, der Kreatives schafft und Kunst macht. Und das kann die Maschine nicht. Aber irgendwas sagt mir auch, wer behauptet das, wenn wir nicht wissen, was dieses X ist, wer behauptet das, dass das etwas gegen den Menschliches ist? Oder ist es auch nur wieder ein Konstrukt, dass wir uns irgendwie für uns behaupten, weil es eben so in unser Weltbild passt, zu sagen, das ist menschlich, das kann die Maschine nicht, eben weil wir uns es so sehr wünschen, dass nur der Mensch es kann. Die Frage ist ja, mehr noch, die Maschinen können sich Kreativität ja doch selber beibringen, das haben sie das auch getan. Vor wenigen Jahren oder an einer Universität in den Staaten ein Versuch, sie haben also das ich verselbstständigt habe, nämlich sie haben zwei Computer sprechen, also die Wissenschaftler haben die Computer Algorithmen entwickeln, um für die Kommunikation zwischen diesen beiden Computern, aber dann haben diese beiden Computer ihre eigene Sprache entwickelt, die Wissenschaftler gar nicht mehr verstanden haben. Und sofort haben die beiden Computer ausgeschaltet. Weil sie wussten gar nicht mehr, wie das jetzt führt. Und hier kommt man, glaube ich, an den Punkt bei dieser künstlichen Intelligenz. Wer entscheidet am Ende, was und wohin die Sache führt. Sind wir noch in der Lage zu entscheiden oder gibt es schon Bereiche, in welchen nicht mehr der Mensch entscheidet, sondern die künstliche Intelligenz selber die Entscheidung fällt. Und da gibt es Bereiche, wo das schon stattfindet, nämlich die Financial Industry. Wo sich die Finanzsysteme selber entwickeln, um die Profite der Banken und der Finanzinstitute zu optimieren. Also ich glaube, das ist die zentrale Frage. Das ist die Frage. Wozu? Die Entscheidung. Die Entscheidung. Menschen wollen ja Entscheidungen abgeben. Ja. Das ist eine Belastung. Ich nicht. Und das ist das zweite Problem. Wir sprechen hier von Menschen. Ja? Und was ist denn der Mensch? Ist das jetzt eine statistische Größe? Oder Sie und ich? Aber im Prinzip sollen ja diese Systeme bestimmte Entscheidungen erleichtern. Ja. Oder auch übernehmen, wenn jetzt zu viel Schnee fällt, dann werden automatisch muss niemand entscheiden, muss niemand schuld sein, technisch oder aber die Frage ist, wozu? Wozu brauchen wir diese leistungsfähigen Maschinen? Es gibt Optimierung von Profiten. Und da ist jetzt die Frage, brauchen wir jetzt Sie und ich solche Maschinen, die Profit erwirtschaften für jemanden wie für Sie? Oder brauchen wir das auch? Ja, weil wir mit diesen Maschinen dann
mehr Artikel produzieren können. Schneller. Ja, das, dahinter steckt auf jeden Fall natürlich immer eine Agenda. Ne? Also auch in den, und das ist gerade bei der Industrie 4.0, ist das ganz zentral. Also diese Industrie 4.0, da sind halt wirklich Vertreter zusammengekommen aus der Industrie, aus der Wissenschaft im Bereich des Maschinenbau und der also Fertigungstechnik und aus der Bundesregierung. Und diese drei Akteure, also Industrie, Politik, Wissenschaften, zusammengekommen und haben gesagt, wisst ihr was, wir machen jetzt mal eine Industrie 4.0. Also die haben zumindest diesen Namen gegeben, diesen sehr PR-trächtigen Namen und dann eben auch natürlich durch Gelder der Bundesregierung und durch Gelder der Industrie und so weiter und so fort diese Entwicklungen auch nochmal weiter gepusht. Die Entwicklung hätte es wahrscheinlich hätte es ja ohnehin gegeben, aber natürlich ist da ein bestimmtes, da steckt ein bestimmtes Narrativ hinter, da steckt eine ganz bestimmte Agenda hinter, die von verschiedenen Akteuren verfolgt wird. Das denke ich, ist gar keine Frage. Wie viel Einfluss dann man tatsächlich auf diese Entwicklung noch hat, ist dann wieder eine andere. Aber die Frage ist ja auch, welche Entscheidungen oder Kraft haben dann tatsächlich schon diese künstlichen Intelligenzen? Da steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Diese Frage nach wozu ist in meinen Augen zumal eine immanent politische Frage. Wer entscheidet? Wie kommen die Entscheidungen zu Tage? Also diese politische Entscheidung will der Mensch, glaube ich, nicht an die künstliche Intelligenz abgeben. Aber ich glaube, den Punkt ist in der Tat noch offen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, nochmal ganz herzlichen Dank.